Na Leute, wir haben die 27. Woche. Das Thema ist Umgang mit Pronomen und Namen. Wie ich meiner Mama gesagt habe, dass sie mich Julia nennen soll und das ganze Zeug, war es natürlich am Anfang schwer für sie, sich daran zu erinnern und nachzudenken und nicht mehr den alten Namen zu sagen. Und so mittlerweile mit Namen klappt es eigentlich schon perfekt. Also ich habe meinen Geburtsnamen schon sehr lange Zeit nicht mehr gehört von meiner Familie und auch generell, weil ich mich auch nicht mehr so vorstelle, sondern gleich mit Julian vorstelle. Also habe ich schon lange nicht mehr gehört. In der Schule rutscht es manchmal den Lehrern raus, wenn sie sich ein bisschen aufregen und ein bisschen lauter werden und vergessen nachzudenken. Dann rutscht es denen manchmal raus. Aber mit den Pronomen ist das schon ein bisschen anders, weil das ist halt doch ein bisschen schwerer. Also meiner Mama rutscht es manchmal aus, wenn sie schnell was sagen muss oder irgendwie nicht gescheit nachdenkt. Ich weiß es auch nicht. Halt einmal einfach so was rausplumpst aus dem Mund, wo man es gar nicht so meint. Und manchmal fällt sie eigentlich gar nicht auf. Das finde ich irgendwie komisch. Ich meine, ich würde mich gleich korrigieren, aber anscheinend fällt sie nicht auf. Ich weiß auch nicht wieso. Naja, aber sonst innerhalb von einem Monat oder so haben das alle gecheckt und verregen sich eigentlich nicht mehr. Meine Mama passiert es ab und zu, ich meine, alten Tanten und so, denen man es gesagt hat, die verrennen sich halt öfter, aber ich meine, die sind alt und vergesslich und die machen das ja nicht absichtlich und so. Also von daher glaube ich, wird das ein eher kürzeres Video, kürzer als sonst. Ja, ich muss mich entschuldigen, ich sitze da im bisschen schlabberigen Look. Bin gerade am Mathe lernen und habe eigentlich nicht so viel Zeit, aber ich muss mal schnell das Video machen und mich ein bisschen frischer ausschauen lassen. Hat aber nicht so gut geklappt, leider. Ja, ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Nächstes Video wird über Bartwuchs verlaufen und Erwartungen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das irgendwie falsch ausgesprochen habe, weil es klang irgendwie komisch. Aber anscheinend über Bart und so. Ich habe ja leider noch keinen Bart. Aber wer weiß, das wird sicher, also hoffentlich, ich denke ja positiv, bald kommen. Ja. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche.